So, dann wollen wir mal hier aufräumen. Klickt. Und nicht vergessen, nach Schaltern zu suchen. Da haben wir Bolzen auf dem Boden. Bolzen braucht man nicht. Ja, das war jetzt ziemlich schnell das Aufräumen der Seite. Gucken wir auf die andere. Zumal ich hier noch was rumkrabbeln höre. Einmal was zu essen. Brauchen wir was? Nicht wirklich. Und Wurfäxte. Da ist ein Schalter, aber sonst nichts. Oh. Ein Mönch. Zwei Mönche. Drei Mönche. Der da hat schon Schaden genommen. Oh, lauf, 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 lauf. So, das war Nummer 1. Ja, das Rumtanzen mit den Dinos hat sich ausgezahlt. Ich bin jetzt einigermaßen flink. Oder auch nicht. Oh. Lauf, 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 lauf. Ja, hau die Statue, das ist eine super Idee. Keine Energie mehr, ist nicht gut. Jetzt kriegen wir keine Spezialattacken mehr. Es wird ewig dauern, durch den Schild zu kommen. Oh, oder auch nicht. Aua. Oh, können die sich gegenseitig treffen? Das wäre ja auch cool. So. Sollte aber nicht zu viel mit denen rumalbern, sonst hauen nämlich noch tot. Au. 58 Schaden. Noch einer von denen und ich bin tot. Das war diese Eiswelle auf dem Boden. Die ist schon ganz schön garstig. Ich hatte ja schon letzte Folge überlegt, was ich denn anziehen soll, so an Schutzamuletten. Und ja, momentan hadere ich zwischen Eis und Blitz. Weil die Giftbolzen sind richtig langsam, die Feuerbälle machen sie ganz selten. Aber die Eiswellen und die Blitzstrahlen, die kommen recht flott. Wobei die einen davon recht schnell sind und die anderen sehr viel Schaden machen. Weil der Blitzstrahl ist recht schnell. Ne, gar nicht. Die Eiswelle ist recht schnell. Der Blitzstrahl macht viel Schaden. So war das, glaube ich. So, du tötest mich nicht. Ich will deine Freunde nicht nochmal töten müssen. So, sehr schön. 3000 Erfahrungspunkte haben oder nicht haben. Und wir kriegen 25% mehr Erfahrungspunkte. Okay. Es ist aber komisch, dass wir dann durch das plus 25 genau auf 1000 kommen. Na gut. Ess was. Nimmst du mal das in die Hand. Tür zu. Und dann schlafen wir erstmal schön durch. Danach gibt es einen Lichtzauber und dann springen wir in den Teleporter, der mir vorhin noch so suspekt war. Denn ich denke mal, wir werden da wieder irgendwo hin teleportiert, wo wir nicht gleich zurücklaufen können. Brauchten wir eigentlich noch das Schwert, das eine hier? Nee, wir finden gleich noch ein anderes. Stimmt, so war das. Okay, also Licht. Klick. Schild in die Hand. So. Der Teleporter ist auch neu. Stimmt. Hier wollte ich letzte Folge reingehen. Und ich höre ein Auge. Und Krabbelspinnen. Okay. Wagen wir es einfach mal. Ich versuche das einfach jetzt mal auszuhalten, um zu gucken, ob hier irgendwas ist, wenn man lange drauf bleibt. Nö. Wozu ist die Druckplatte da? Außer, dass man sie selbst verstümmeln kann, aber ich denke mal nicht, dass das Sinn des Ganzen war. So, ist jetzt irgendwo was aufgegangen? Oder ein Schalter erschienen oder so? Da schon mal nicht. Dich haben wir schon gedrückt. Und die Sachen da haben wir rausgeholt. Ich drücke dich einfach nochmal. Nö, macht nichts. Na
gut, dann springen wir mal hier rein. Mit einem offenen Inventar, falls da irgendwas Garstiges ist. Oh, und hopp. Ich höre meine Lieblingsgegner. Diese Fliegespinnen. Erstmal schön quicksafen. Tada, ein Secret. Ein Bogen, den wir nicht benutzen werden wahrscheinlich. Und keine weiteren Schalter. So, du musst wieder mit. Der Bogen kann weg. Und wo sind die Fliegeviecher? Hier hört sich das sehr stark nach denen an. Also irgendwo im Osten. Hier hinter wahrscheinlich. Aber ich mache erstmal keine Tür auf. Ich gucke mich erstmal in Ruhe um. Der Schalter wird für die Tür sein. Keine Geheimschalter. Nö. So, wie kriegen wir dich auf? Oh, wahrscheinlich von der anderen Seite. Also Fliegeviecher. Hallo? Hallo? Autsch. Das meinte ich mit schnell. Ich konnte kaum ausweichen. Also werde ich wahrscheinlich auf das Eisamulett umsteigen, sobald wir mit ein paar mehr von denen zu tun haben. Dann noch hoffe ich ja, dass wir noch ein, zwei Level-Ups ausholen können. Okay, wahrscheinlich eher nur noch einen, aber jedes bisschen hilft. So. Oh, was liegt denn da? Eine Nessel. Heilkräuter wären mir lieber, aber die waren auch für irgendwas gut. Ich glaube, für den Geschwindigkeitstrank. Ah, doofes, hässliches Ding. So. Und vergiftet. Und dahinter sind noch viel mehr von denen. Oh. Hallo. Mensch. Da liegt noch ein Schwert auf dem Boden. Das interessiert uns aber nicht so wirklich. Ein stinknormales Langschwert. Ein, zwei Treffer noch. Dann können wir uns irgendwo hin verpieseln und da erstmal in Ruhe schlafen. Nachdem wir hier nach Schaltern geguckt haben. Nix, nix. Nix, nix, nix. So, die Tür könnten wir aufmachen. Da sind die Fliegeviecher hinter. Wahrscheinlich so ein 2x2 Raum. Gegner können also nur von da kommen. Da ist der dritte Eingang zu den Fliegeviechern. Und hier ist noch eine Tür. Also, wenn wir hier schlafen, dürfte theoretisch uns nichts stören können. Oder wir laufen einfach ganz fix zum Daumenkristall zurück. Das ist, glaube ich, noch ein Ticken schneller. Zumal dann auch die Krankheit sofort weg ist. Sonst müssen wir die erstmal gegenheilen, bevor wir regenerieren können. Und das dauert ja doch ein wenig. So, wo war der blaue Kristall? Ich glaube, der war hinter dem Teleporter. Genau hier. Oh, und da war auch irgendwo ein Secret hinter dem Kristall. Wenn ich mich richtig erinnere. So, kommt her, ihr fiesen Fliegeviecher. Zick. So, Nummer 1. Nummer 2. Oh, es waren nur 2. Die haben aber einen Heidenlärm gemacht für 2 von denen. Oh, und die Wählerhosen. Sehr schön. Die müssen auf jeden Fall in unsere Rumpelkammer mitkommen. So. Schon wieder total mit Krimskrams vollgepackt. Schmeißen wir das mal da rein. Das da rein. So, aber das Zurücklaufen, um die Rüstung zu holen, werde ich irgendwann mal off-camera machen und euch dann Bescheid sagen. Denn das muss ja nicht sein. So, dich machen wir mal auf. Dich auch. Dann geht es also nur noch hier oben weiter und ich höre schon wieder so ein Vieh. Genau, du. Komm mal her.
Oh, One Hit, sehr schön. So, ein bisschen Energie haben wir noch über. Und die brauchen wir auch für den hier. Daneben. Wir haben jetzt schon 50 in Äxte und hauen trotzdem noch daneben. Okay, zugegeben nicht besonders häufig, aber kommt immer noch vor. Oh, da fällt mir gerade auf, die können gar nicht zur Seite hauen. Also Ogre und Dinos zum Beispiel, die können ja auch, wenn sie mit der Seite zu uns stehen, auf uns draufhauen. Oder zubeißen, je nachdem. Das können die nicht. Also sind die eigentlich richtig einfach zu umtänzeln. Wo kommt ihr jetzt her? Nö, ich will nicht mit dir spielen. Ich will zurück zum blauen Kristall. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Warum höre ich die Viecher hier auch noch? Jetzt sag bitte nicht, es gab einen Respawn irgendwo. So Aladino-Area. Dass ich jetzt zigtausendmal mich hier durchkämpfen muss. Aber nee. Sehr schön, der ist immer gleich wieder aufgeladen. Wir brauchen wohl genug Zeit da drüben. So, links rumhalten. Links rumhalten und die letzte Fliegespinne töten. Jetzt höre ich gar nichts. Das ist, okay, die Fackel hatten wir schon rausgeholt. Und da bist du ja. One Hit, so gehört sich das. Keine Schalter. Dafür eine Tür. Und eine weitere Fackelhalterung. Du kommst mal mit. So. Oh, was haben wir da für eine leckere Bombe? Frostbomben. Die mag ich doch. Giftbomben, naja. Können auch mal mit. Obwohl die ja echt praktisch sein sollen, wenn der Gegner sich nicht so viel bewegt. Also in Kombination mit einer Frostbombe vielleicht. Aber ich bin da nicht so wirklich überzeugt von. Also in der Fighters Challenge hätte man es machen können. So. Da kommen wir anscheinend nicht so einfach rein. Also springen wir mal hier runter. Und dann können wir, glaube ich, die Treppe wieder hochgehen. Ja, super. Komm schon, ganz schnell. Sehr schön. Da werde ich jetzt wieder ein paar Heiltränke verbraten müssen. Nein! Ja, so viel dazu. Ich wollte gerade sagen, da werde ich wieder ein paar Heiltränke verbraten müssen. Und schon kommt ein zu starker Treffer rein und ich kipp um. Ach ja, aber ich wollte es halt rauskitzeln, wie es nur geht. Dass ich doch keinen trinken muss. Und das kommt halt davon. Aber so viel haben wir nicht verpasst. Ah, die eine genau, die Fliegespinne lebt noch. Du kommst mal her. So. Jetzt gehen wir gleich hier hin. Schlafen wir erstmal uns hoch. Trinken dann den Geschwindigkeitstrank. Springen runter und gucken uns erstmal die Traumsequenz an. Der zerbrochene Mechanismus kontrolliert das Portal. Von dort können wir entkommen. Ich bin immer noch zu schwach, um mich zu bewegen. Aber ich bin froh, dass du Fortschritte machst. Ich muss meine Kräfte sammeln, damit wir zusammen gehen können. Ja, das Portal. Da bin ich auch noch gespannt, was sie daraus machen. Es ist ja schon so eine Add-on oder zweiter Teil angekündigt. Was ja auch Sinn macht, denn unsere Helden sind ja irgendwo reingesprungen. Ja, was müssen wir denn gucken? Jetzt ist ja erstmal der Custom Dungeon Generator rausgekommen. Da habe ich auch schon ein bisschen mit rumgebastelt. Eigentlich wollte ich dazu auch eine kleine Folge machen, aber ich konnte es komischerweise nicht aufnehmen. Werde ich die Tage noch mal probieren müssen, denn der ist echt schick. Also jetzt schon in der Beta-Version. Also könnte man jetzt schon damit ordentliche Dungeons basteln. Habe ich leider nur die Zeit nicht so momentan für. Aber falls einer von euch sich da austoben will, immer zu, einfach her damit und ich werde ein kleines Let's Play dazu machen. Also eine kleine Vorstellung zumindest. So, jetzt brauchen wir Licht. Dann brauchen wir ein Schild.
Dann brauchen wir einen Geschwindigkeitstrank. Und dann brauchen wir einen Hopser. So. Wow, ho, ho. So. Ein bisschen Raum gewinnen. So. Das war Nummer 1. Zweimal, dreimal hintereinander daneben gehauen. Was soll denn das? So, ein Heiltrank weg. Komm schon, komm schon. Zwei Heiltränke weg. Drei Heiltränke weg. Vier Heiltränke weg. Oh, das ging in die Ressourcen. Und da lebt ja noch einer. Also vier Heiltränke und eine Eisbombe. Und dafür kriegen wir als Ausgleich ein Heilkraut. Genial. Na gut, noch ist nicht aller Tage Abend. Vielleicht bringt mich diese doofe Krabbe hier noch um. Was gar nicht mal so schlecht wäre. Dann könnte ich das Ganze nochmal versuchen. Und diesmal vielleicht nicht drei, viermal in Folge nicht treffen. Das wäre schon schick. So, Heilkraut kommt natürlich mit. So, hier unten scheint es jetzt ruhig zu sein. Oh, drei Frostbomben als Ersatz. Das ist doch schon angenehmer. Aber gut, gehen wir wieder in die Ecke, wo wir runtergefallen sind. Speichern hier kurz ab und in der nächsten Folge sehen wir uns dann hier ordentlich um. Also LP 050 und bis gleich.